Erstmal willkommen zurück zu WoT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 51 ist im Gange. Und wir sind unterwegs mit RNG Bot vom Clan NoX im M48 Patton, Stufe 10, Medium der US-amerikanischen Streitkräfte. Warte mal drauf, eine 105mm Kanone, jawohl, mit 268 Durchschlag bei 390 Schaden auf EPCRs, okay. Hochladungsschuss Heat 330 Durchschlag mit 390 Schaden und auf HE 480er Schellen bei 53 Durchschlag. Der liebe RNG-Bot fährt die Kiste mit Coca-Cola. Das bedeutet 10% Besatzungsvorteile. Ihr kennt euch wahrscheinlich schon aus. Und wir sind unterwegs auf Karelien in einem 10er Gefecht. Reines 10er Gefecht mit. Okay. FV ist das sehr offensiv, verstehe ich nicht. Kriegt doch schon die ersten in die Fresse. Vom FV werden wir uns wohl gleich verabschieden müssen. Ist aber nicht schlimm. Der ist eh doof. Ja, Begegnungsgefecht, das heißt, wir müssen die. Ne, nicht Begegnungsgefecht. Angriffsgefecht und für uns bedeutet das Verteidigen. Es gibt keinen Scout. In unserem Team. Doch, es gibt einen Scout in unserem Team. Warum sehe ich den nicht? Achso, der ist da unten auf der Einserlinie. Das macht Sinn. Ja, das ist eine tolle Idee. So, unser TVP T5051 hat es bereits verabschiedet. Ist da rausgeklickt worden. Jetzt geht die Badget 25 Tonnen raus. Unter anderem, weil man hier mal sieht, dass der Scout seinen Job nicht macht. Normalerweise gehört er an die Front. Hätte auch genügend Unterstützung gehabt, aber zweimal Unterstützung ist schon raus. Und er hat da oben nichts geleistet, gar nichts geleistet. Wir müssen uns ein bisschen bewegen, sind offen. Das hat gerade eben die Badget 25 Tonnen gemacht. Müssen wir uns wirklich bewegen. Ah, getroffen, ja. Abgewehrt allerdings. Vorn angeschrägt auf die obere Platte. Da besteht keine Möglichkeit. Kriegen wir da einen Schuss drauf. Ah, verdammt. Wenn die Kanone raus wäre, wäre das schon mal deutlich entspannteres Spielen. Da kommen wir durch, sehr schön. 411 Schaden am T57 Heavy. Und da kann man gut wirken. Versuchen die Kette zu schießen, wenn es geht. Auch wenn wir keine Artillerie haben. Ah, okay. Man sieht, dass der Turm einiges kann. Da ist er 1305. Der gegnerische. Der sich jetzt an unseren 1305 ranpirscht. Kompletten Clip nachlädt. Ah, es kriegt einer von uns rein. Sehr schön. 409 Schaden am französischen Aufklärer. Kette gezogen. Sehr schön. AMX M454 schießt mit EPCR und kommt natürlich trotzdem nicht durch den Turm. Keine Chance. Schade. So. Ein 1305 ist leider ein Problem. Keiner in der Nähe, der dann irgendwie rausnehmen könnte. T62A hinten auf der Einserlinie müsste sich dafür ein ganzes Stück bewegen. Ich würde mal sagen, dass er nachgeladen hat, der T57 Heavy, sonst wäre er schon länger rausgefahren. Genau unterhalb vom Turmkranz, sehr schön. 1248 Schaden aktuell. Jetzt kriegst du auch mal einen eingeschenkt. Auf den 1305 müsste einer schießen. Der nervt aktuell. Ballen alle am Turm ab. Wir haben schon 1600 Blockschaden. Wunderbar. Genau oben reingeschossen. Durch die Kommandantenluke geht ein bisschen was. Auch mit Standardmunition. Aber wir schießen jetzt hier mit schwerer Munition. Sehr schön. Also mit Premium. Geht nicht anders. Turm habt ihr keine Chance. Obere Wanne ist auch schwer. Untere Wanne geht eher. Jawohl, sehr schön. AMX M455, dann nächste 400 Schelle. Alles rein. So. Der wäre schon mal draußen. Jetzt war da hinten noch ein 215-183 mit einer bösen Kanone. Wir gehen wieder auf Standardmunition. Und jetzt müsste normalerweise der 105er dran sein.
105er, bitte. Der da. Ja, schön. Ja, die nehmen wir gleich auseinander hier. Ah, verdammt daneben. Das wäre der Killshot gewesen. Also wir bleiben weiterhin ohne Kills. Steht schon 9:9. Wir haben 2873 Schaden gemacht. 2000 Schaden geblockt. 1179 Schaden aufgeklärt. So. Wo ist die 183mm Kanone? Und wo ist die IS-7 mit ihrer 130mm Kanone? Kriegst keinen Schuss drauf. Und ist trotzdem offen. Ja, ziemlich wildes Spielen. Geht nicht anders. Sah eher nach Niederlage aus. Inzwischen steht 10:9. Das ist mir ganz so schlimm. Hallo E50. Wunderschöne Grüße. Vorsicht, die Kanone ist wirklich böse. Ne, da musste Bremen schießen durch den Turm. Ansonsten wird es schwer. Hat geschossen. Wunderbar durch die Seite. Da steht auch komplett ungünstig. Hm. 12:10. War klar, dass du den noch reinkriegst. Den holt sich allerdings ein anderer. Es fehlt noch die IS-7. Wir sind bei 4033 Schaden, haben keinen Kill gemacht. Also einen Kill hätten wir auf jeden Fall verdient. Allein schon für das, was wir hier ausgeteilt haben. Vielleicht gehört uns die IS-7 vom Objekt 140, denke ich mal, würden wir nichts abkriegen. Da holt sich entweder der LV, der Jagdpanzer oder der Panzerkampfwagen 7. Okay, der LV holt sich nicht. Da ist die IS-7. Oh, die ist voll. Full life. Wunderbar. Und schießt er in die Panzerung. Sehr fein. Sagen wir es gern. DPM bei uns natürlich deutlich besser. Das heißt, allein von der DPM her müssten wir normalerweise rausnehmen können. Brauchen keine Premium-Munition. Standard-Munition reicht vollkommen aus. Angezündet haben wir ihn auch gestellt. Ja, sehr schön. So habe ich das gern. Bitte lass ihn mich. Das ist ein Kill. Er brennt, er brennt, er brennt. Jawohl, ein Kill. 6.433 Schaden, 2.980 Schaden geblockt und 12.33 aufgeklärt. Fehlt noch der Objekt 140. Weiß ich nicht, wo korrekt der Objekt 140 ist. Wird sich irgendwo versteckt haben. Da ist er. Da ist er. Zurückfallen lassen. Da. Wunderbar. Kill Nummer 2. Absolut verdient. Bin gespannt, was die Auswertung dazu sagt. 15:11 ist wenigstens mal nicht so ein knappes Ergebnis. Und jo, schauen wir mal. Als erstes gibt es wie immer ein Foto. So hat er ausgesehen. Wunderbar angeschrägt. Hier sind die Nebeltöpfe. Ein, kann man das als Koxial, ist ein Koxial-MG oder Blend-MG genannt. Zur Infanterieabwehr, dass die dem Panzer nicht zu nahe kommen. Jo, recht hübscher Hobel. Was haben wir denn verdient? Ein Heikaliber haben wir bekommen, eine Stahlwand. Auf jeden Fall eine Stahlwand. Sehr gut. Hier ein bisschen Gedöns und Gezuppel und anderem Arsonist. Sehr schön. Patton Ace Tanker. Wunderbar. 1349 Basis-XP reichen hier, um den einen M zu verleihen. Insgesamt 6557 Schaden ausgeteilt, 2 Kills gemacht, 29 Schüsse abgefeuert, 23 haben getroffen, 15 haben durchschlagen. Wir haben recht viel Schaden, nämlich über 3300, über 300 Meter gemacht und sind nur 2 Kilometer gefahren. Haben viel Premium geschossen, denn von diesen etwas mehr als 100.000 bleiben am Ende nur 3500 netto übrig. Wir geben nur 70.800 allein schon für Munition aus. Jo, geile Runde. Und ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, bitte fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo natürlich für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.